Hallöchen meine Tubes und willkommen zu der 20. Folge von Mining Islands. Und ich bin hier gerade wieder am Hustlen. Ich überlege auch gerade schon, oder ich mache mir schon so Pläne für meinen Portalraum, wie ich den so bauen werde und alles. Denn ich habe eine ziemlich crazy Idee, kann man sagen. Weil in Reddit wurde zum Beispiel letztens erst irgendwie geschrieben, dass Nether eigentlich nicht die Hölle ist, sondern weil viele immer Nether mit der Hölle halt verbinden, ist aber gar nicht die Hölle, sondern es ist halt, es das heißt eigentlich Unterwelt. Also Nether ist gleich Unterwelt quasi. Ja, sowas. Und wisst ihr, weil es Unterwelt heißt, ne? Mache ich hier jetzt so einen Gullydeckel oder quasi, es soll halt wie so ein Abflussding sein. Und dann geht's hier ganz runter und dann ist da unten ein Raum. Und zwar den Nether-Portalraum. Ja, also eigentlich hatte ich zuerst diese Idee mit dem Gully und dann bin ich drauf zurückgekommen, dass ja das Unterwelt heißt und so. Aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee. Also, wenn ich jetzt hier nochmal so einen Weg baue, hier kommt dann der Portalraum hin. Ich dachte mir jetzt, dass man sich da dann so ein Minecart platziert. Auf so einer Leiter, dass ich da einfach einsteige, dann aussteige wieder. Dann fliege ich runter mit einem Quick Drop. Also mit einem Schild und einem Wasser werde ich dann aufgefangen, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Und dann kann ich, also dann ist hier wahrscheinlich so auf dieser Seite der Portalraum ganz unten. Ich weiß nicht, wie weit ich da runter gehe. Vielleicht bis ganz runter zu Bedrock, das wäre auch interessant. Dass es auch so dunkel ist, das wäre eine geile Atmosphäre eigentlich. Mal schauen. Und dann mache ich hier so einen, irgend so einen Elevator, ich weiß nicht, mit Schleimblöcken eventuell. Mal schauen, ob ich da einen geilen finde. Aber irgendeinen geilen Elevator mache ich dann auf diese Seite. Genau halt, das ist hier, geht man halt dann rein und genau hier kommt man dann wahrscheinlich so raus. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee, weil sonst ist hier gar nichts. Und man muss ja auch natürlich hier irgendwie wieder hochkommen. Ja, und dann hatte ich noch eine Idee und zwar, dass ich hier den Weg noch länger baue und dann hier so eine Farmstraße, würde ich es mal nennen, baue. Also, dass hier zum Beispiel eine Chicken Farm ist, weil eine Chicken Farm habe ich überhaupt noch nicht gebaut. Und ja, zum Beispiel auch eine Weizenfarm, eine schnelle. Und ich dachte mir auch irgendwie, dass ich hier dann so einfach so vorbeigehen kann oder in eine Richtung gehen kann. Und dann fliegen die ganzen Drops zu mir hin oder irgend sowas. Dass da unten Dropper sind oder ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ist auf jeden Fall eine komische Idee, die ich ja hatte. Aber ich glaube, das wird so wirklich nix, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube schon, dass ich hier so Farmen bauen werde. Mal schauen, wie viele. Und ja, also jetzt mache ich erstmal hier weiter und ja, bis gleich. Shit, Alter. Jetzt habe ich hier aus Versehen Treppen platziert, aber es sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Also kann man eigentlich lassen. Ich habe mir vorhin schon Gedanken darüber gemacht, ob ich eine Wand vielleicht ganz komplett aus Glas machen soll. Aber eigentlich, wenn man sich das so betrachtet, ich finde, es sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Also ich mache es jetzt mal bei dieser einen Wand komplett bis ganz nach unten und ihr könnt mir ja mal dann eure Meinung schreiben. Ich glaube, ich lasse es dann erstmal so. Man fährt hier eigentlich eh nur, oder man fliegt hier eh nur durch. Schnell mit also ohne Minecart halt. Steigt ja aus dem Minecart raus und dann fliegt man hier durch. Also viel sieht man davon jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht kommt da ein bisschen mehr Licht rein und alles. Wenn da oben dann zu ist, also eine Treppe drüber ist, kommt ja eigentlich kein Licht rein von oben. Und von der Seite kommt dann vielleicht ein bisschen rein durch das Wasser. Oder ist einfach eine bessere Atmosphäre, sagen wir es so. Es ist eigentlich nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ist ganz gut, finde ich. So, jetzt bin ich hier ganz unten und ich habe übrigens neulich bei Ifos Video gesehen, weil ich gucke jetzt wieder Ifo, yeah, jetzt werden meine Videos wieder geiler, denn ich gucke Ifo, ich werde wieder schlauer in Minecraft. Ja, bei Ifo kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der ist wirklich Hammer, also ich habe es jetzt, wo ich mir wieder reingezogen habe, mega Videos auf jeden Fall. So, und sehr informativ. Also, ich sehe jetzt hier, ja, bei Local Difficulty sehe ich Tag, also Day 363.
Habe ich noch gar nicht gemerkt eigentlich, dass da die Tage angezeigt werden, wie lange ich schon in der Welt spiele. Also Minecraft-Tage natürlich. Minecraft-Tag dauert ja bloß 20 Minuten, glaube ich. Also ein Tag. Oder? Oder 8 Minuten dauert ein Tag, glaube ich. Und dann die Nacht auch 7 Minuten oder sowas. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier bei Bedrock. Und ich denke, ich werde hier bleiben. Ich verziere dann den Boden so mit Bedrock und Netherrack. Oder vielleicht gehe ich auch noch einen Block weiter hoch, dass man kein Bedrock mehr sieht. Aber ich denke, so die Atmosphäre, wenn das so Void ist und so dann bei dem Raum, weil es wird ein größerer Raum. Ich habe vor, dass ich einen größeren Raum baue. Die Atmosphäre ist dann eigentlich ganz cool, denke ich. Und ja, würde ich sagen, ja, mal jetzt hier weiter. Oh wow, ich bin ein Genie, Leute. Scheiße, jetzt wollte ich gerade hier mit meinem Wassereimer hier Wasser runterlassen und dann mich da abseilen, dass ich da schön von unten nach oben die Blöcke platzieren kann. Aber ich war mal wieder so schlau und habe hier einen Eimer genommen. So, in die Hand. Also, dass ich den am Pfeil hatte, so quasi. Habe ich eh gedrückt und dann fliegt er natürlich runter, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Was mache ich jetzt? Ah, Scheiße, ey. Manchmal ist schon echt anstrengend. Oh nein, das geht ja gar nicht. Ist irgendwie so. Naja. Ist auch irgendwie blöd. Muss ich von unten die Blöcke wieder zerstören. Ah, wieso bin ich so blöd? Wieso mache ich das? Wieso mache ich das nur? Ugh. Na Leute, übrigens, mein Konvoi war ja, wie ihr wisst. Und ja, es gibt geile neue Nachrichten. Und ich glaube, wir überleben das. Ja, natürlich. Also, ich habe ja ein Video drüber gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es gerne an. Das Video, das gibt euch alle Informationen von der Minecon quasi, alles, was wichtig war. Und ja, also die ganzen neuen Features. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ins Ende gehen soll oder mal reinschauen soll oder den Drachen töten soll. Weil die haben ja jetzt was. Die arbeiten ja. Oder die im neuen Update gibt's halt ein neues Ende quasi. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ne? Ob ich erst warte, bis es dann draußen ist und bis ich das dann auch hab. Das Update. Weil, ja, er hat zwar gesagt, dass wenn man jetzt in der Welt schon den Drachen getötet hat, dass dann ja, da man den nochmal töten kann natürlich. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt gar nicht auch, ob ich jetzt so weit komme, bis das Update rauskommt. Ich weiß auch nicht, weil irgendwas mit in 2 Wochen circa, hab ich gehört, so in circa 2 Wochen rauskommt das Update. Oder ein Snapshot könnte es auch sein. Also wenn es ein Snapshot ist, dann kann ich es eigentlich auf jeden Fall noch schaffen, den Enderdrachen zu besiegen. Ich hatte eigentlich schon vor, den jetzt demnächst mal ranzunehmen. Den Drachen. Dass wir den auch mal durchhaben. Ich wollte jetzt auch schon länger mal ans Ende. Und ja, also könnten wir eigentlich in der nächsten oder übernächsten Folge mal machen. So ans Ende gehen. Und da schön den Enderdrachen besiegen. Und ja. Also wenn ihr nichts dagegen habt, ne, was ihr eh nicht habt eigentlich, wäre das schon fresh. Man wird auf jeden Fall auch mit 2 Händen kämpfen können. Oder auch während man dann in seiner Mine ist, während man Blöcke abbaut, kann man dann gleichzeitig Fackeln platzieren. So dann also der F-Knopf, die F-Taste wird es dann machen. Also die F-Taste wird halt die Sachen in die zweite Hand reingeben. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Pflastersteine in der Hand habe und dann F drücke, dann habe ich die in meiner zweiten Hand. Dann kann ich die vielleicht nebenbei, während ich gerade meine, platzieren. Ich weiß nicht, ob das mit den Blöcken auch so ist. Ich weiß bloß, dass es mit den Fackeln ist, dass ich die Fackeln gleichzeitig platzieren kann. Bei meinen. Und das sind ja eigentlich geile Nachrichten. So,
Also jetzt haben wir das hier auch schon wieder. Jetzt muss ich bloß gucken, in welche Richtung ich dann da bauen muss. Ich glaube, das sind die Treppen, ne? Da muss ich in die Richtung den Raum bauen. Oder möchte ich in diese Richtung den Baum bauen? Den Raum bauen. Ja, ich baue immer noch mal schnell hoch. Dann schau ich mal. So, jetzt muss ich mal eben ein bisschen Obsidian farmen, weil ich habe nur noch 10. Und ich möchte ein etwas größeres Portal auch bauen. Also mindestens 3x3, wahrscheinlich irgendwie 3x6 oder sowas. Und deswegen brauche ich ein bisschen mehr Obsidian. Und hier haben wir es auch schon. Und ja, das werde ich jetzt mal farmen. So, also ich habe jetzt hier erstmal genug Obsidian gefarmt eigentlich fürs Portal. So, ein Stack und 46 könnten reichen. Es kann ja immer zu Vorfällen kommen, aber normalerweise müsste das reichen. Und ja, also ich baue mich hier natürlich wieder nach unten, wie ihr seht. Ich habe auch schon Gedanken gemacht, ob ich irgendwie das Wasser noch weiter runterlaufen lassen soll. Ach, das ist völliger Bullshit eigentlich. Also wenn ich hier halt noch auf den Seiten Wasser runterlaufen lasse, damit ich hier noch Treppen platzieren kann, damit man halt noch was sieht aus den Steinen. Aber es ist Bullshit, weil dann sieht man ja bloß eine Wasserzone und dann sieht man ja durch und sieht man, dass dann hinter einem Stein ist, das würde scheiße aussehen. Und außerdem, wie gesagt, fliegt man ja eh nur ganz schnell durch, blitzschnell, dass man es das gar nicht mehr mitbekommt, wirklich. Und ja, also hier unten. Ich hoffe mal, dass ich dann keinen Fallschaden bekomme. Ab wann bekommt man überhaupt Fallschaden? Ich hoffe mal auf 4 Blöcken. Wenn ich es hier so platziere, Source, dann müsste es eigentlich passen. Dann kann ich ab jetzt immer runter jumpen. Aber hoch komme ich halt nicht, ne? Das ist das Problem. Tja, muss ich mich mit der Wassersource hoch leiten lassen, würde ich mal sagen. Bis jetzt noch. Und ja, so sieht der Raum aus bis jetzt. Ziemlich ausgeräumt hier. Ich mache jetzt einen Block über dem. Ja, ich glaube schon. Ich lege mal hier einen Block über dem Bedrock. So. Ja, ich glaube, das ist besser, ne? Wenn man den Bedrock nicht sieht. Oder wartet mal. Bedrock. Netherrack und Bedrock passt eigentlich gut zusammen, oder? Beim Nether ist ja auch mit Bedrock verbunden so. Das kann man sich dann vielleicht so vorstellen, dass hier die Welt endet und hier dann das Portal zu der Welt genau unter dem Bedrock ist. Also, ihr denkt euch jetzt vielleicht, was laufe ich für ein Bullshit, aber oberm Nether, ober der Unterwelt quasi, ist ja eine Bedrock-Decke. Und über der Bedrock-Decke muss man sich halt dann vorstellen, dass da diese Oberwelt ist. Also eigentlich ist es ganz gute Verbindung, oder? Ja, komm, probieren wir es einfach mal aus. Einfach mal ausprobieren, man kann ja hier nichts verlieren. Aber so schlecht schaut es eigentlich gar nicht aus, oder? Also weiter runter gehe ich auf jeden Fall nicht, sonst haben wir noch Probleme im Portal. So könnte ich das machen. Und ich möchte auf jeden Fall ein sehr cooles Portal bauen. Aber ich bin mir noch nicht sicher wie. Also es sollte eine schöne Form haben. Also jetzt vielleicht nicht genau 3x3, sondern irgendwie was Abstraktes eher. Kann man überhaupt was Abstraktes machen? Also wenn ich jetzt so ein Portal mache zum Beispiel. Ob das gehen würde? So. Und dann da oben noch. Würde das denn gehen? Ich weiß gar nicht. Ups. Würde so ein Portal zum Beispiel gehen? Das würde schon ziemlich fresh aussehen eigentlich. Mal wegen den Dingen hier. Ich glaube eher nicht, ne? Es muss quadratisch sein. Oder rechteckig. Ja, das da habe ich ein bisschen weniger. Ja. Einfallsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, wie ich es halt baue, ne? Aber nee, ich glaube, so kann man sich bauen, also dass man da einfach so einen Block raushaut. So, das habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja. Gucken wir einfach mal, wie wir das hier machen. Ich will auch ein bisschen
Seelen sind alles dabei. Ich platziere hier jetzt einfach mal eine schöne Truhe. Packe ich das ganze Zeug hier rein und dann versuche ich mir mal so ein paar Gedanken zu machen, wie das hier aussehen könnte, ne? Da noch ein, da noch ein, da noch ein, da noch ein, da noch ein. Da noch eine, da noch eine, da noch eine, da noch eine und da noch eine Stufe. Und damit ist der Raum auch schon so gut wie fertig, liebe Leute. Ja, sieht ziemlich geil aus eigentlich, finde ich. Also das, ich stelle mir das gerade so irgendwie so ein Plasma-Fernseher vor, in den ich dann reinlaufe. Ich weiß nicht, warum ich mir das als Fernseher vorstelle hier. Aber das hier ist auf jeden Fall das Portal. Ich konnte jetzt nicht irgendwie machen, dass der Block hier zum Beispiel eins weiter draußen ist, wie so ein Stargate halt. So eine Form konnte ich jetzt nicht machen. Man kann nur Rechteckiges machen. Und ist ein bisschen schade, aber ja, was soll man machen? Man kann ja nicht alles machen, ne? Hier mit den Portalen. Aber ich finde es hier ziemlich geil eigentlich mit den Eisengittern und mit der Lava dahinter. Ist eigentlich schon ziemlich geil und mit der Kombination hier. Ich habe mir irgendwie so eine Gabel ausgedacht. So eine Teufelsgabel. Könnt ihr das sehen? Sieht irgendwie so aus wie so eine Gabel. Teufelsgabel. Oder wie nennt man die Dinger? Die der Teufel, der Spieß, den der Teufel hat. Ich weiß nicht. Oder einfach nur eine Heugabel. So kann man sich das auch vorstellen. Auf jeden Fall wollte ich einfach irgendwie ein Design hier reinmachen und dann plötzlich kam das dabei raus. Ich wollte auch was Symmetrisches und das kam halt einfach irgendwie dabei raus. Und ja, könnt mir mal eure Meinung schreiben. Und hier wird jetzt dann auf jeden Fall, also hier kommt man runter so. Ich weiß nicht, wie ich das hier mache. Vielleicht mache ich hier so Treppen hin, mal schauen. Dass das hier so ist. Mal gucken, wie ich das hier mache. Könnte ich ja eigentlich probieren mal dem. Ups. Oh, muss noch mal dahinter eins hier. So, das könnte eigentlich so passen. Sieht nicht schlecht aus, oder? Naja, eigentlich schon. Ja, das hier kommt noch als ein Level nach oben. Ja. Turin muss ihn noch hoch machen. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich fertig hier. Ich könnte hier auch Eisengitter machen, aber das ist auch nicht so das Schönste, oder? Oder ist es schon schön? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann es gerade schlecht entscheiden, aber ich glaube eher nicht, oder? Was meint ihr dazu? Wenn ihr jetzt antworten könntet. Wäre schon schön. Es ist schwer. Aber es sieht nicht ganz so schön aus, würde ich sagen. Oder ist es schön, Leute? Ist das schön? Mann, ich weiß nicht. Es ist eigentlich nicht schlecht. Es passt gut mit. Die Eisengitter passen gut zum. Ja, komm, lassen wir es so. Dann ist es hier ein bisschen offener. Ja, lassen wir. Geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, lesen wir noch den Kommentar. Und dann war es auch schon wieder. Oh ja, und natürlich werde ich hier in der nächsten Folge dann das auch noch automatisieren, dass es hier quasi noch einen Knopf gibt oder irgendwo vielleicht symmetrisch auch, vielleicht da oben dann. Ich weiß nicht, weil ich möchte immer alles symmetrisch machen, aber vielleicht doch hier. Ist vielleicht doch ein bisschen einfacher. Ja, dass es hier einen Knopf gibt zum Ein- und Ausschalten des Portals, dass wir da nicht immer den Sound haben, auch wenn hier rundum nichts anderes ist. Oder halt auch einfach aus dem Grund, dass hier dann keine Zombie-Pikmin in die Welt reinlaufen, ne? So, Leute, dieser Kommentar, der hat mich wirklich ein bisschen berührt, muss ich echt sagen. Und ja, also, ich würde sagen, wir lesen ihn mal vor.
Hey Manning Tube, ich habe deine alten Projekte sehr geliebt, also Desert Oasis Survival, World Tour und so weiter. Durch diese Projekte bin ich auch dein Abonnent geworden. Könntest du bitte mehr von solchen Projekten bringen, also wie bei Desert Oasis, dass du bestimmte Challenges und so im Survival machst? Ich AG, was soll das heißen? Keine Ahnung. Ich AG auch Mining Islands, nur es kommt, ich schaue vielleicht, vielleicht wollte er schaue schreiben. Ich schaue auch Mining Island, nur es kommt viel zu selten. Bitte mache wieder mehr in Richtung deiner alten Projekte, weil dadurch kennen und mögen dich viele. Irgendwie empfinde ich, dass du auch so. Nee. Irgendwie empfinde ich das auch so, dass deine alten Projekte mich mehr gefesselt haben und dass deine Community mehr mit bestimmten. Mit. Ach Mann, ich kann nicht mehr lesen. Dass deine Community mehr mitbestimmen konnte, sei es auch nur der Name eines Pferdes. Genau, Butterin. Aber mach trotzdem weiter so, nur früher hatte ich mehr Lust, deine Videos zu schauen und heute fehlt mir manchmal echt ein wenig die Motivation. Von HD Gamer. Dankeschön für diesen sehr emotionalen Kommentar. Also, er hat mich wirklich emotional berührt, muss ich schon sagen. Also, diese alten Projekte, Desert Oasis Survival, fand ich echt richtig fresh. Aber das hier mit Skygrind, was ich gerade mache, ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Deswegen möchte ich es auch endlich rumbringen, also ich möchte jetzt nicht einfach kurz vor Schluss das beenden. Ich weiß, ich sollte keine Videos machen, wenn sie mir nicht wirklich Spaß machen, aber Skygrind habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, macht mir nicht wirklich hundertprozentig Spaß. Deswegen möchte ich das nächste Mal eine andere Map machen, außer Skygrind halt, also eine andere Custom Map. Aber das mit den Challenges und so, Desert Oasis halt, macht mir auch richtig Spaß. Und deswegen möchte ich das auch wieder mehr machen. Und ja, mal gucken. Dann schaue ich mal, dass ich irgendeine geile Map finde, die euch dann auch gefällt. Vielleicht mache ich auch eine kleine Umfrage, so ein Video, wo ihr dann eure Vorschläge, eure Custom Maps, die Vorschläge mir schreiben könnt, welche Custom Map ich halt spielen soll. Und ja, dann können wir wieder in Richtung Oldschool gehen oder kann ich wieder so alt, also meine alten Videos quasi zurückbringen, die ich früher gemacht habe. Und ja, ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben, was ihr sehen wollt. Vielleicht können wir auch mal bei Tupac eine Pause machen oder sowas, wenn euch das nicht mehr so gefällt zurzeit. Ich weiß nicht, aber eigentlich gefällt es euch ja schon. Ihr könnt mir einfach alles schreiben. Macht's gut, Leute. Das war's mit dieser 20. Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Montag wieder mit einer neuen Folge Mining Island. Diese kam jetzt nicht um 18 Uhr leider, weil ich die heute komplett aufgenommen habe. Also war echt stressig. Ja, also ich würde sagen, macht's gut, Leute, gebt eine positive Bewertung, gebt einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, und haut rein, ich kann schon gar nicht mehr reden, mein Hals tut schon weh, ciao.